Ey, Pepe ist so ein Vollpfosten. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum Mallorca den Jahr durch die Liga schleift. Ey, Pepe ist super. Ey, bei der Torvorlage hätte sogar Monsignor Matteo die Pille über die Linie getragen. Hey, alles gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Du hast dich wieder mit Timo gestritten, nicht wahr? Nein, der. Ich hab keinen Bock mehr, ich hör einfach ab. Sorry, ist nur falsch, wirklich. Bernie, bist du hier? Sitzt hier rum und macht kein Piep. Piep. Komm, sag schon, was hat Timo diesmal ausgefressen, ne? Was? Wieso denn Timo? Den habe ich doch gar nicht getroffen. Ich sag's auch keinem weiter, außer es ist äußerst peinlich. Hm? Ach, ich bin nur in der Bahn so einen blöden Typen geraten. Der hat mich dumm angemacht. Kenn ich den? Ist doch egal. Ist doch egal, hör mal. Ich habe zu Hause diesen äußerst wirksamen, wunderschönen Baseballschläger. Echter Esche, ist nicht kaputt zu kriegen. Und wenn dir einer drauf kommt, dann klong einfach eine drauf. Danke. Kein Thema. Für dich würde ich fast alles tun. Das war schön, aber... Hier seid ihr. Ich bin gleich wieder weg. Nee, ich wollte gehen. Ist schon okay. Ich könnte dich gerade, Alter. Jusch, ich wollte euch nicht stören. Ja, nicht stören, ey. Das war die Gelegenheit. Ich hatte sie so weit, dann kommst du pappnase um die Ecke gerannt und... Mann, wo warst du denn eigentlich die ganze Zeit? In der Bahn. Mit irgendeiner Touri-Schnecke. Na toll. Du hast einen heißen Quickie und mir versaust du den zweiten Kuss? Heiß? Naja, also... Ich musste mich irgendwie abreagieren. Aber das war irgendwie keine gute Idee. So Frust baut man mit Pumpen ab und nicht mit Sex. Jetzt erzähl mal, was war denn eigentlich los heute? Ja, nichts. Stress mit meiner Mutter. Mir geht's einfach tierisch auf den Nerv, dass sie keine Infos über meinen Vater rausrücken will. Dann haben wir geredet und ich habe sie angepumpt. Und dann hat sie mir eine gescheuert. Sofa? Sofa. So, mein Freund, was hältst du davon, mir ein wenig beim Tischdecken zu helfen, hm? Boah, das ist eine tolle Idee. Frühstück für alle, ich kann es kaum erwarten. Na siehst du, grüß dich doch. Danke fürs Asyl und danke fürs Sofa. Timo, was passiert ist, das tut mir so leid. Vielleicht hätte ich das auch nicht sagen dürfen. Egal, was du gesagt hast. Ich hätte dir niemals eine Ohrfeige geben dürfen. Erzählst du mir jetzt endlich über meinen Vater? Können wir uns nicht erstmal richtig vertragen und alles Weitere klären wir später? Bitte. Okay. Kommst du mit mir frühstücken? Aber nur, wenn du zahlst und ich den Tisch nicht decken muss. Zu laufen ist echt schön. Okay. Ich hätte es echt erwischt. Und ausgerechnet Timo. Guck mich an. In diesen Augen brennt pure Leidenschaft. Hm? Und kannst du mir erklären, warum ich die letzten Wochen meine Bauchmuskeln auftrainiert habe? Lass einfach stecken, okay? Du hast ihn doch gesehen, ne? Du hast ihn doch gesehen, als er in der Bar mit der Tourischen, also mit diesem Mädchen. Es war bestimmt nichts Ernstes, war nur mal so zwischendurch. Also. Danke, jetzt fühle ich mich schon gleich viel besser. Ich kann mit Timo reden, wenn du willst. Bloß nicht. Er soll überhaupt nichts davon erfahren. Aber das ist kein Aber. Einfach nur hier sitzen, vor mich hinstarren und nicht an ihn denken.
Klappt ja super. I would love to look behind your eyes.